Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule, die Replay Challenge. Kalender 34 läuft. Wir sind unterwegs mit Verfall 1998 von der Diamantenen Garde. Servus an die Garde. Wir haben einen Italiener im Team Project 46. Mario sitzt am Steuer und macht alle platt. Wunderbar. So, was haben wir drauf? 90 mm, 240 Schaden, 212 im Durchschlag. Wir haben einen Revolvermagaziner, der beim ersten Schuss am längsten braucht zum Nachladen, beim zweiten Schuss ein bisschen schneller ist, beim dritten Schuss die kürzeste Zeit, absolut unberechenbar und im Punkt der Mobilität das ist eines der besten Fahrzeuge, die man auf Stufe 8 im Medium-Bereich fahren kann, kann mit dem einen oder anderen Light mithalten und ist zum Zirkeln genauso gut geeignet wie zum verdeckten Angreifen. Die Kanone ist im Punkt der Genauigkeit recht gut dabei. Und wir haben, ja, ich denke mal auch eine gute Crew drauf. Da ist das nicht ganz so schwer. So, da drüben ist schon jemand offen. SDA 1, möchte da dringend ein bisschen was von unserer Kanone kennenlernen. Okay, direkt in die Kette. Direkt in die Seite. Und ich denke, dass der auch getroffen hat. Wir haben 239 Schaden gemacht. Das offizielle Ergebnis sehen wir dann zum Schluss. Ne? Ne, da ist keiner. Jetzt wird wieder nachgeladen. Das ist halt der große Vorteil bei der Kiste. Das ist wirklich extrem schwer auszurechnen. Blöd ist, dass wir hier einen 50 TP direkt neben uns haben. Der ist nämlich, wenn er da oben steht und aufgeht, ein gern gesehenes Ziel. Nicht nur für alle anderen Gegner, sondern vor allem auch für die Artillerie, weil er recht langsam ist. Und wir stehen direkt daneben. Das bedeutet, wenn die Artillerie ihn trifft, dann küsst sie auch uns. Und wir wollen nicht geküsst werden von der Artillerie, denn wir sind weich. Panzer besteht in der Regel aus Trompetenblech und ist deswegen, sagen wir mal, für Arti nicht unbedingt empfänglich. Da ist er wieder in dem Haus. Und zwar direkt, sieht man da auf der Karte. Recht fein. Was haben wir denn da? Immer noch ein SDA. Also wir haben ein 9er Gefecht erwischt mit 8 Unterstützung, falls ich das noch nicht gesagt habe. Und wir sind auf Murowanka, falls ich das auch noch nicht gesagt habe. Da drüben ist jetzt der UDES aufgegangen, UDES 03 TD. Den könnten wir auf jeden Fall locker penetrieren. Beim Stritzwagen S1 sieht es schon ein bisschen anders aus. Das ist der Crew-Trainer, den man da kaufen kann auf Stufe 8, Premium-Fahrzeug der schwedischen Streitkräfte. Da haben wir dann mit 90 mm keine Chance mehr. Wir bräuchten dazu 91 mm und die haben wir nicht. Deswegen, wenn wir auf den Stritzwagen treffen, müssten wir HE laden. Deswegen, wenn wir eine Stufe 8 Panzer haben mit einer 90 mm Kanone, nehmt HE mit. Wenn ihr frontal auf einen Stritzwagen trefft, macht er euch sonst alle. Oh, die Artillerie möchte hier gerne ein wenig weggeklickt werden. Unser erster Kill, wir sind bei 710 Schaden, wir sind bei 741 Schaden. Aufgeklärt, wir haben noch nichts geblockt. Ich gehe mal davon aus, dass hier auch nicht viel geblockt werden wird. Denn wie gesagt, der Panzer ist weich. 6:2 steht's. Map Control gehört uns. Die 6er, 7er, 8er, 9er Linie werden wir jetzt versuchen in Angriff zu nehmen. Nicht durchs Cap fahren, dass der Gegner gewarnt wird. 6:3. Okay, wir fahren jetzt in die Position, die ihm wirklich gut liegt. Das heißt nämlich hinterhältig aus dem Untergrund schießen. 7:4. Also recht viele Leute halten den für einen der besten Premium-Mediums, die man auf Stufe 8 kaufen kann. Ich bin den selber noch nicht gefahren. Liegt ganz einfach daran, dass ich bei den Autolodern nicht unbedingt zu Hause bin. Was haben wir denn da? Ein WZ-120-1FT. Einmal. Okay. Was haben wir denn da? Ein Progetto? Ne, ein T-34-3. Seite? Jawohl, Tschiskowski. 1364 Schaden ausgeteilt. 9:6. Der Gegner wird hier komplett eingekesselt. Außer unten auf der JK-Linie, da läuft es nicht so prall, wenn ich ehrlich bin.
Da geben wir ihm noch eine mit. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Jawohl, schieben wir den Tschechen mal ein bisschen an. Reagiert gar nicht auf uns. Deswegen haben wir da Glück und können uns da aus der Affäre ziehen. 2000 Schaden glatt, 1052 Schaden aufgeklärt. Und vom Gegner sind noch 4 Stück übrig. Ich hoffe, dass wir da noch ein bisschen was abbekommen. Oh, T95, gefährlich. Brauchen wir gar nicht probieren. Nur an der Seite. Und auch nur mit Premium, die wir auch schon angewählt haben. Die nächsten Schüsse sind Premium-Munition. Die Standard-Munition ist sowieso aus. Da müssen wir sowieso Premium schießen. Noch dazu 2 Neuner am Leben. Ja, und ein 8er Amex CDC. Ziemlich beweglicher Style. Aber von denen ist noch recht viel übrig. Brauchst nicht, brauchst nicht, brauchst nicht. Bringt nichts. Müsstest du in die Seite fahren. Würde allerdings reichen, denn die anderen sind auf der anderen Seite unterwegs. Könntest du probieren. Also vom Gegner ist noch viel übrig. Du kriegst dich eine eingeschenkt. Nee, kriegst du nicht. Da noch einer ausgeteilt. Oh oh, oh oh, oh oh, oh. T95? Achso, okay. Hab ich gerade ein bisschen überrascht. 12 zu 7 steht's. Wir nehmen den Amex CDC raus, ganz wichtig, Kanonen rausnehmen. Da ist das Nachladen dann nicht ganz so wichtig. Wir sind bei 2884 Schaden ausgeteilt. Würde ich nicht probieren. Würde ich nicht probieren, ganz ehrlich. Den Aufklärungsschaden streifen noch mit ein. Wir sind bei 2884 Schaden. Es bleibt noch Objekt 430. Das auch noch ein paar HP hat, aber nicht mehr zu viel. Und sich so eben verabschiedet. Haben recht viel Schaden an Leuner gemacht. Und das wird uns hier gleich zugute gehalten, wenn es um die Auswertung geht. Schauen wir mal rein. PGEs, jawohl. Progetto. Schauen wir mal, was wir bekommen haben. Auf der rechten Seite ein Confederate, 26 von diesen Anleihen für eine von diesen Medaillen. Okay, ein bisschen gedönst. Ein M gibt es natürlich auch. Wir haben 3633 Schaden gemacht, also beim Blinden noch ein bisschen was getroffen. 1222 Basis-XP geholt, 4 Kills, auf jeden Fall eine Ansage. 26 Schüsse abgefeuert, 20 getroffen, 16 durchschlagen, 2,5 Kilometer gefahren und dafür 7 Minuten gebraucht. 78.000 machen wir plus, weil Premium-Status und das Fahrzeug sich dafür einfach, ja, einfach mal anbietet. Wirklich ein exzellenter Panzer, muss man ein bisschen lernen, mit ihm umzugehen. Wer das einmal kann, der kann sich auf jeden Fall glücklich schätzen. Wenn es euch gefallen hat, Leute, wie immer fleißig draufklicken, Like da lassen und natürlich ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.